Hörverlag Serials. Habt ihr die To-Do-Liste für heute abgehakt? Wird's langweilig im Homeoffice? Verliert ihr zwischen Homeschooling und Fensterputzen langsam den Verstand? Wir haben was für euch. Augen zu, Kopfhörer auf die Ohren. Ihr hört Desperate Housewives, den Podcast aus der kreativen Quarantäne. Das ist Folge 6 mit Anna Karlsson und Family. Leute, hier spricht Anna. TGIF. Zurzeit fühlt sich zwar kein Tag an wie gewöhnlich, aber Freitage sind und bleiben ein besonders schönes Gefühl, oder? Schön sind auch wirklich solche Bestandsaufnahmen. Habe ich die letzten Tage gemacht, so wie Julia Engelmann. Und ich muss sagen, dass ich neben vielen persönlichen Sachen vor allem dafür dankbar bin, in dieser Zeit diesen Podcast zu produzieren. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Spaß es macht, wenn die Beiträge unserer Künstler kommen und wir zum ersten Mal reinhören. Das sind totale Überraschungseier. Wir haben vorher ja meist überhaupt keine Ahnung, was da abgeliefert wird. Umso großartiger ist es, dass diese Überraschungseier jedes Mal aufs Neue kleine Meisterwerke sind. Vielen Dank also an all unsere tollen Kreativen. Wegen Menschen wie euch stehe ich jeden Morgen auf und weiß, dass ich einen absoluten Traumjob habe. So, und without further ado komme ich jetzt zu unserem heutigen Gast und das ist Anna Karlsson. Anna ist einer dieser Menschen, die einfach alles können. Sie ist Film- und Theaterschauspielerin. An alle Berliner, ab ins Renaissance-Theater. Außerdem ist sie eine ganz fantastische Synchronsprecherin. Sie ist unter anderem die deutsche Stimme von Eva Longoria, Sarah Paulson und Amanda Abington. Und auch als Hörbuchsprecherin vollbringt sie wahre Wunder mit ihrer Stimme. Sie hat 2008 für Liebe Tracy, Liebe Mandy den Deutschen Hörbuchpreis als beste Interpretin gewonnen. Und das will wirklich was heißen, den kriegt nicht jeder. Oder jede. Und dann hat Anna in der Kategorie Lebenspartner mit der schönsten Stimme der Welt den Jackpot gewonnen. Sie ist liiert mit Andreas Fröhlich, den jeder als Bob Andrews aus den 3 Fragezeichen kennt. Ich sage ja immer, dass Andreas mir den Beipackzettel von Schlaftabletten vorlesen könnte und ich würde gebannt lauschen. Weil sie Corona-bedingt nicht ins Studio darf, sitzt Anna gerade in ihrer Wohnung vor dem Mikro und hat ein kleines Problem. Aus dem schwierigen Leben einer Sprecherin. Es denken ja immer alle, dass Synchron und Hörbuch so leicht sind. Da muss man ja nur vorlesen, gell? Weit gefehlt. Und dann hat man auch noch eine Tochter und einen Mann, die nicht mitspielen. Und eine Agentin, die ganz tolle Ideen hat. Mann, Mann, Mann. Anna, halt durch. Hallo, wir sind die kleinen Krabbelgruppe. Nein, hallo. Hallo, wir sind die kleinen Krabbelgruppe. Das ist doch gar kein Deutsch. Wir sind die kleine Krabbelgruppe aus Friedrichshain. Da unser Laden gerade auch geschlossen ist, gibt es jetzt die Möglichkeit, in unserem Online-Shop stylische Mode für groß und klein zu bestellen. Wir versenden täglich versandkostenfrei und beraten euch gerne natürlich weiterhin telefonisch. Unsere Labels sind stark und stylisch und mit viel Liebe zum Detail ausgesucht. Mehr Infos unter www.diekleinekrabbelgruppe.de. www.diekleinekrabbelfreunde.de. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie gesund. Nee. Das ist auch zu freundlich irgendwie. Das ist zu lässig. Das ist ja auch irgendwie alles eine ernste Situation. Das darf jetzt aber auch nicht zu depressiv klingen. Nochmal. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie gesund.
Ah nee, das gefällt mir nicht. Also nur ganz kurz, damit Sie verstehen, was ich jetzt gerade mache. Also ich bin Hörbuchsprecherin und also spreche Hörbücher ein und mache Synchron und Werbung. Und jetzt hat mich eine Bekannte gerade angerufen und gefragt, ob ich ihren Online-Shop bewerben kann, weil sie musste leider ihr Geschäft zumachen, wie jedes Geschäft auch. Ein Radiosender hat sie aber angerufen und meinte, sie könnten ihren Online-Shop bewerben. Da hat die sich irre gefreut und hat gesagt, gut, wahnsinnig gerne, hat aber dann festgestellt, dass sie es leider nicht selber sprechen kann, weil sie ist eine Berlinerin und man würde sie nicht verstehen tun. Also hat sie mich gefragt, ob ich das machen kann. So, jetzt hat die mir einen Text geschickt, der viel zu lang ist, der soll in 10 Sekunden reingehen. Viel zu lang, wird niemals hinhauen. Das heißt, ich muss sie jetzt mal anrufen und wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. So. Puppi! Süße? Ja? Susi, das geht nicht rein. Das ist viel zu viel Text. Da musst du irgendwas das rausnehmen. Das geht nicht rein. Nee, das geht nicht rein. Ich hab's doch auch gemacht. Ja, aber das ist viel zu viel Text. Das sind ja nur 10 Sekunden. Ihr stellt euch das immer so vor. Wer soll denn das ach, da reinkriegen? Puppi, ich hab da lieb, aber tu mir jetzt eingefallen, du sollst nicht in Schönheit sterben. Ich brauche die Info, dass die Leute das kaufen bei mir. Ja, gut, aber ja, was. Ich brauche, du musst das drin kriegen. Ja, aber was ist denn wichtig? Die kleine Krabbelgruppe oder was? Was soll. Krabbelfreunde. Puppi, das ist doch nicht so schwer. Gruppe, Freunde, Freunde, Gruppe, Freunde. Okay, das alles. Sind das zwei, also die kleine Krabbelfreunde. Ja? Dann musst du so. Was kürzen. Bitte kürz irgendwas und dann schickst du. Nee, einfach was du kürzen. Kannst du noch Krabbel sagen oder was? Nee. Dann denken die Leute an was anderes. Nee, das kannst du ja schon drin lassen, aber du musst das irgendwie kürzen, weil das kriegen wir so nicht rein. Schick mir das nochmal. Ich habe das selber reingesprochen und hat wunderbar geklappt, weil ich war so vorne ein bisschen weniger mit der Musik und hinten auch ein bisschen wichtig, dass du das reinsprichst. Ich kriege das doch auch rein. Ja, Susi, aber ihr seid doch alle irgendwie auch keine Sprecher. Ihr könnt das ja alle gar nicht richtig. Also pass nee, auf. Nee, aber ihr denkt immer mit diesem, schalten Sie ein nächste nee, Woche. Nee, Susi. Muss nicht so sein. Das muss sein, komm. Ja, okay, kurzes Einfach. Pass auf, probier das bitte noch einmal, probier das ganz schnell. Ich verspreche dir, Puppelchen, ich hab mich so gefreut, dass du das machst. Du kriegst Sticker, du kriegst auch noch Trinkflaschen, wenn du willst, dann mag ich dir auch mal drin, was du willst. Das ist wahnsinnig das süß. Sind die mit den kleinen Käferchen drauf, du schmeißt da weg. Das ist so süß. Alles das klar. Ist so süß. Alles klar, ich ja. Danke dir. Okay. Mach das und mach es wirklich. Aber ich muss jetzt noch mal kurz was erzählen. Ja? Wisst ihr, was viel schlimmer ist? Kennst du diese neue, wie heißt denn von Roman Rosetti oder wie er heißt? Wer? Hier, dieser Furzi da von DSDS, hast du das gesehen? Nee. Ja, pass auf, hat einer gewonnen. Ich habe das Wort noch nicht gehört. Der singt nicht, der wimmert, dieser neue Dieter Bohlen-Fuzzi. Weißt du, was das Allerschärfste ist? Mein Mann findet das gut. Ich habe mir gedacht, okay, ja. Ja gut, aber probier mal eine Pandemie 9 zu finden. Ich behalte den jetzt. Aber der Musikgeschmack ist grenzwertig. Ich sage dir. Susi. Ja? Also mach du mich wenigstens glücklich, Puppelchen. Gibst du richtig Gummi? Ich freue mich. Und wenn einer was kauft, vielleicht machen wir eine Umsatzbeteiligung, weil du mir das geschenkt hast. Ja, jetzt versuchen wir das erstmal reinzukriegen. Kurz das und dann schickst du es mir nochmal. Alles klar, Susi? Mua, tschüss, hab dich ganz tschüss, ja. Tschüss, danke, tschüss. Ne? Alles Freunde, klar, hab ich. Tschüss, mach ich. Krabbeln. Ciao. Tschüss. Ciao. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber die erste Zeit, also sagen wir mal die erste Woche, als es hieß Shutdown, Online-Schooling, alles Mögliche, ich war total befreit. Ich habe das Gefühl gehabt, es fällt eine Last ab, ich muss nirgendwo hin. Ich muss nichts machen, ich muss nicht aufstehen um 6:30 und mein Kind zur Schule fahren. Es wird alles sich entspannen und einfach Entschleunigung. Ich war unglaublich motiviert. Ich wollte wahnsinnig viel machen. Ich wollte ausmisten, ich wollte aufräumen. Ich hatte sogar überlegt, ob mir die ganzen Räume nicht einfach in so Frühlingsfarben, so positive Frühlingsfarben streichen könnten. Ich hatte auf jeden Fall wahnsinnig viel vor und jetzt ist es Woche 3. Und ich stelle leider fest, ich habe gar nichts davon gemacht. Ich habe nichts davon gemacht. Ich fühle mich gestresster denn je. Ich weiß nicht, ich habe eine Unruhe in mir. Dann ist die Situation noch mit meinem Mann. Mein Mann geht mir seit 2 Tagen... Mama, du kannst doch nicht einfach in mein Zimmer reinlaufen mit deinem Bademantel. Wieso? Das geht doch gar nicht. Wieso denn? Die sehen dich doch alle. Wie? Mama, die sehen dich doch alle. Du kannst doch nicht einfach mit deinem Bademantel reinlaufen. Mein Gott, Güte. Ich... Okay, ich bin gerade vorhin in ihr Zimmer gegangen, um ihr was zu essen zu bringen. Das war übrigens meine Tochter. Die ist 13 und die hat Homeschooling und ich bin in ihr Zimmer reingegangen. Und offensichtlich haben die eine Videokonferenz gehabt und man hat mich jetzt in meinem Bademantel gesehen. Mein Gott. Ich frage mich, ob da irgendwas dran ist. Mein Mann sagte nämlich gestern zu mir, ich sei latent aggressiv. Er hätte so das Gefühl, so seit 2-3 Tagen wäre ich unglaublich gereizt. Und jetzt frage ich mich, ist da was dran oder ist da nichts dran? Er meinte übrigens auch, ich würde nachts so derartig auf meine Zähne beißen, ich hätte ein ganz verbissenes Gesicht, wenn ich morgens aufstehe.
Also, es ist so. Mein Mann hat die ersten 7 Tage wirklich rund um die Uhr eingekauft. Und ich habe mich gefragt, wer soll das alles essen? Und auch so komische Sachen. Also jetzt kein gesundes Essen, sondern so Dosen-Ravioli, Erbsensuppe, haltbare Würstchen, die 2025 ablaufen. Also es ist ja auch so ein Phänomen, dass dieses Einkaufen, also wahrscheinlich ist das auch so ein Stressabbauen, dass mein Mann dachte, egal wie schwer die Krise ist, wir haben immer was zu essen zu Hause. Ich habe für meine Familie gesorgt und wir haben genug zu essen. Apropos Essen, das Problem ist, dass ich die ganze Zeit zum Kühlschrank gehe. Ich habe permanent Hunger. Ich gehe alle 5 Minuten zum Kühlschrank. Also wenn man mich fragen würde, machen Sie ein typisches Geräusch, was Sie gerade in der letzten Zeit begleitet, würde ich auf jeden Fall die Kühlschranktür nachmachen. Weil selbst der Hund, wir haben einen Hund, und unser Hund hat alle 10 Minuten Hunger. Ah, meine Agentin. Hallo? Du? Ja? Ich hab's. Wir müssen jetzt was machen, das geht so gar nicht mehr weiter. Du weißt, dass alle Leute lesen, alle Leute machen irgendwas, alle sind kreativ. Ich habe jetzt die Idee. Ich weiß, was wir jetzt machen. Was? Du liest das Telefonbuch vor. Ich weiß, das ist so ein blöder Spruch, kannst du aus Telefonbuch vorlesen. Ich weiß, aber das macht nichts. Das ist genau das, was alle jetzt nicht machen. Du fängst bei A an und hörst bei Z auf. Und das soll ich alleine machen? Das ja, pass auf, du musst das so machen. Ich habe heute Nacht davon geträumt. Das ist das Einzige, was wir machen können. Das macht keiner. Keiner macht das. Wickel doch mal ein bisschen Fantasie jetzt. Wirklich. Okay. Also, pass auf. Fängst bei A an. Ja. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, Anton Müller. Nee, das stimmt ja nicht. A ist ja nicht der Vorname. Warte mal. Also, A wie Anton in der Müllerstraße 55, 10827, Münchhausen. Die ganze Zeit soll ich so reden? Nein, das, bei dem einen machst du eine Liebeserklärung, bei dem anderen bist du verzweifelt. Du musst halt alles reinlegen, also musst schon ein bisschen Fantasie entwickeln. Aber ganz, ganz kurz mal, weißt du, was ich gerade denke? Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt machen dürfen, also rechtlich. Aber warte mal, Traueranzeigen stehen doch auch in der Zeitung. Das kann man doch vorlesen. Also ganz ehrlich, ich verstehe schon, was du meinst, die Idee, aber von A bis Z, weißt du, wie lange das geht? Das sind ja 250 Stunden. Wer will denn das hören? Na, du suchst dir die besten Namen raus mit den schönsten Straßen. Ach, also ich weiß nicht. Klär mal bitte ab, ob wir das überhaupt machen dürfen. Klär das mal ab. Bis gleich. Ja. Alles gut, warum hustest du? Beschluckt. Tschüss. Tschüss. Es ist ja schon irgendwie so ein bisschen fragwürdig, finde ich, dass alle Menschen gerade das Bedürfnis haben, sich mitzuteilen. Also vorher hat man sich mitgeteilt, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wir haben uns vielleicht gar nicht richtig wahrgenommen. Wir haben uns nicht gesehen, wir haben uns nicht wirklich zugehört. Und jetzt in dieser Krise hat jeder das Gefühl, er müsste permanent irgendwas posten und mitteilen und zeigen und... Also ich bekomme am Tag vielleicht 30 bis 40 Videos. Mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, gucke ich mir die nicht mehr an. Aber am Anfang habe ich die mir schon angeguckt. Das fand ich auch irgendwie ganz unterhaltsam. Aber ich frage mich, vielleicht ist es ja so, dass die Menschen jetzt denken, jetzt ist die Zeit, wo ich endlich mal zeigen kann, wer ich bin oder was ich mache oder was ich tue oder was ich denke. Dass man jetzt die Chance ergreifen möchte, endlich zu zeigen, was man so drauf hat oder was man so... Ja, das Mitteilungsbedürfnis ist so groß gerade. Es geht mir nur so wahnsinnig auf den Keks. Könnten wir nicht einfach irgendwie einfach mal Ruhe geben? Einfach mal gar nichts machen? Einfach mal irgendwie zu uns kommen und mal nachdenken? Ja? Ja, also man darf es nicht. Was man darf die Namen. Man darf die Namen nicht sagen. Du hast es genau geahnt. Ja, sag ich doch. Du darfst doch dir keine Namen nennen. Du könntest das mit den Straßen machen. Ohne Namen. Hä? Was ist das denn? Straßen und dann die Postleitzahl, oder was? Ja, aber was willst du denn sonst machen? Wir müssen was machen. Alle sind kreativ. Es kotzt mich total an. Alle irgendwie haben das Gefühl, man muss jetzt kreativ sein. Mir fällt auch nichts mehr ein. Das Telefonbuch liest ganz sicher niemand vor. Ja, aber... Alle lesen vor. Ich finde, das ist eine super Idee. Ja, ich muss drüber nachdenken. Ich rufe dich später nochmal an, ja?
Ja, bitte, nee, musst mich auch nicht anrufen, wenn du jetzt hier so mich abwirkst. Nein, ich wirk dich doch nicht ab. Ich melde mich später nochmal. Ich mach nur kurz was zu Ende, ja? Was musst du tun? Was musst du denn machen? Ich erzähl's dir später. Tschüss, ich hab dich lieb. Tschüss, tschüss. Mein Gott. Am Anfang habe ich auch die ganze Zeit Nachrichten geschaut. Also der Fernseher lief, glaube ich, im Hintergrund permanent durch. Und das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch eingestellt, weil diese Nachrichten und diese Schreckensnachrichten, ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Wahrscheinlich ist auch das der Grund, warum ich nachts da so rumknirsche. Überhaupt habe ich meine Freundin angerufen letztens und habe gesagt, weißt du was, jeder macht irgendwas. Ich weiß nicht, die seid alle so kreativ. Jeder macht irgendwas. Jeder mistet aus oder macht irgendwas Sinnvolles und dann sagt die zu mir, du etwa nicht? Dann habe ich mich gefragt, du etwa nicht? Nee, ich irgendwie gar nicht. Ich habe das Gefühl, vielleicht ist das jetzt an der Zeit, dass ich anfangen muss, mich endlich mal mit mir selber auseinanderzusetzen oder wirklich mal in mich hineinzuhorchen. Das Schöne, muss ich sagen, ist, was ich so mitbekomme hier in meiner Nachbarschaft, dass wir uns alle viel mehr wahrnehmen. Also man hat auf einmal, das kennt man ja immer, wenn man im Urlaub ist, im Süden, dass die Leute noch die Zeit haben, auf der Straße zu stehen oder zu sitzen und zu reden. Und man denkt sich, wie wunderbar, die haben noch die Zeit dafür. Die sitzen da und reden, als ob es überhaupt keinen Morgen gibt, als ob sie überhaupt keinen Zeitdruck haben. Und das habe ich aber in der letzten Zeit gemerkt, dass wir jetzt hier in unserem Kiez zum Beispiel, dass alle sich viel mehr unterhalten, was ich natürlich großartig finde. Es hat so was Südländisches, dass wir hier alle irgendwie miteinander reden und man auf einmal die Zeit hat zum Reden. Und ich meine jetzt wirklich zum Reden und nicht, ja, danke, mir geht's gut und die Kinder, alles klar, der Mann, sondern dass man jetzt sich zuhören kann. Ah, mein Mann. Lass mich raten, du bist im Supermarkt. Im Supermarkt? Nein, ich bin nicht im Supermarkt. Du, ich bin hier im Hof. Ich habe mir ein sensationelles Klappfahrrad gekauft. Und jetzt bin ich den ganzen Weg von dem Laden bis nach Hause gefahren. Und jetzt stehe ich unten im Hof. Es ist der Wahnsinn. Pass auf, mach mal das Fenster auf. Du musst sofort das Fenster aufmachen. Jetzt gleich? Ja, in dem Augenblick. Jetzt sofort. Ich stehe hier unten. Alles klar. Ja, warte. Hör dir das mal an. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. In diesem Sinne, danke Anna. Das mit dem italienischen Flair in deutschen Hinterhöfen und Hausgemeinschaften kann ich übrigens bestätigen. Auch bei mir im Haus wird plötzlich zugehört. Natürlich mit 2 Metern Abstand. Die Alten erzählen von früher, die Jungen von ihrem derzeitigen Alltag. Es gibt mehr Nachbarschaftshilfe und nach Corona gibt's ein großes Hinterhoffest. Warum haben wir das eigentlich nicht schon früher gemacht? Noch heißt es aber, Zeit zu Hause vertreiben. Wie wär's, wenn ihr dabei Anna weiter zuhört? Im Hörverlag ist sie die Interpretin von Sterne sieht man nur im Dunkeln von Maike Werkmeister. Und für alle Eltern, die ihren Nachwuchs beschäftigen wollen, Anna hat auch ganz zauberhafte Kindertitel für uns eingelesen. Zum Beispiel Ariel, die Meerjungfrau in unserer Disney-Reihe und die Ostwind-Pferdegeschichten für kleine Hörer und Hörerinnen. Ihr findet alles unter www.hörverlag.de. Und falls ihr außerdem mehr von Andreas Fröhlich hören wollt, auch er ist einer unserer absoluten Sprecherlieblinge und in vielen Lesungen zu hören. Unter anderem als feste Stimme von Walter Mörs. Daneben hat er die Fantasy-Reihe um Austin Art von Ted Williams eingelesen. Wenn ihr also zum x-ten Mal durch Game of Thrones durch seid, dann ist das definitiv was für euch. Ich sage für heute wieder Tschüss
und genieße meinen Freitagabend. Habt ein schönes Wochenende. Das nächste Mal hört ihr hier den Comedian Florian Schröder. Ihr könnt euch drauf freuen. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Das war Desperate Housewives, der Podcast aus der kreativen Quarantäne. Ich bin Anna Kohler, die Idee stammt von Susa Willems und mir. Um die Technik hat sich Tom Appel gekümmert. Das Artwork kommt von Nora Pianu. Produktion der Hörverlag.